Hallo und herzlich willkommen zu einer aktuellen Elevator-Vlog-Folge. Wir haben heute das Duell der Giganten für euch hier aufgebaut. Und zwar der Giganten auf dem Turntable-Markt. So ist ja momentan viel im Gespräch der Pioneer PLX 1000, der Turntable von Pioneer. Und auf der anderen Seite haben wir das Produkt, was vom DJ Mag zum kreativsten DJ-Produkt 2014 mit einem Tech Award gekürt wurde. Und das ist der Reloop RP 8000. Und so wollen wir die beiden einfach mal gegeneinander stellen und die Funktion uns in Augenschein nehmen. Und dann fangen wir doch einfach mal mit dem Vertreter aus dem Hause Pioneer an. Der Start-Stop-Button, den haben wir hier unten auf dieser Seite zu finden, hat einen LED-Kranz, den umgibt. Dann haben wir hier den An- und Ausschalter, der hier von so einer Aluminiumverkleidung, von einer Metallverkleidung entsprechend eingedeckt ist. Das hat den Vorteil, dass er bei exorbitanten Scratch-Moves das ganze Ding eigentlich einfach ausmacht. Und ihr habt die Möglichkeit, zwei verschiedene Geschwindigkeiten einzustellen. Einmal 33 und einmal 45. Schauen wir uns das Ganze mal beim Reloop-Vertreter an. Natürlich auch wie hier vorzufinden, der Start-Stop-Taster. Der ist allerdings eckig angeordnet bzw. gebaut worden. Hat wieder diesen Technik-Charme, den er da hier rüberbringt. Und einen zweiten Taster haben wir hier, hat zwei also von der ganzen Sorte. Geschwindigkeiten bietet er eine mehr an, nämlich nur 78, indem ich hier 33 und 45 einzeln auswählen kann. Und mit einem Druck habe ich hier die 78 und noch ein Feature Reverse. Ihr könnt das ganze Ding auch einfach rückwärts abspielen lassen. Der Start, der Einschalter, das ist immer so Wortwiederumstellung, die ich bei so simplen Sachen manchmal habe, der befindet sich hier. Und ähnlich wie bei dem Pioneer-Vertreter habt ihr auch hier so eine Metallverkleidung drumherum, damit auch hier das Ding geschützt ist. Ja, dadurch, dass ihr hier einfach noch einen Reverse zusätzliche Funktion habt und ihr eine weitere Geschwindigkeit habt, geht der Punkt in diesem Fall an dem RP 8000. Gehen wir mal weiter. Die Nadelbeleuchtung, ähnlich wie beim 1210er, habt ihr hier. Ist ausfahrbar. Und der Pitch Fader, hier natürlich angeordnet, rechts, hat drei verschiedene Tempo-Ranges. Plus 8, minus 8. Plus 16, minus 16. Und für Hardcore-Gabba-Schranz Volksmusik-DJs plus minus 50, falls man wirklich in die extremen Geschwindigkeiten gehen soll. Und natürlich ein Reset, mit dem ihr das Ganze ähnlich wie beim Quarzlock, wie ihr das von anderen Turnies vielleicht kennt, diesen Bereich eben deaktiviert. Gehen wir einmal rüber zum Reloop-Vertreter. Nadelbeleuchtung ist hier auch ganz klar. Der Pitch-Bereich lässt sich hier einstellen und lässt sich auch schön an dem hellen Display sehen, wo man sich da jetzt genau befindet. Und da haben wir plus minus 8, plus minus 16 und beide aktiviert die extreme Version plus minus 50. Darüber hinaus habt ihr hier noch die Möglichkeit, den Torque zu bestimmen, also die Zugkraft von dem Motor, die Stärke. Ich habe den jetzt hier auf High Torque stehen, also der höchsten Einstellung, und dann seht ihr schon, was passiert. Wenn ich jetzt Stopp drücke, im Grunde verharrt der Player direkt beim Stoppen und geht auch mehr oder weniger direkt los, fängt direkt an zu spielen an. Wenn euch das ein bisschen zu kräftig erscheint, habt ihr die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen klassischer einzustellen. So ein Technik-Niveau zum Beispiel, der fängt so ein bisschen weicher an und beendet das Ganze weicher. Oder wenn ihr vom Riemenantrieb kommt, also wirklich mit einem langen Start, einem langen Stopp, hat den Vorteil, dass man eine Eingewöhnung an die High-Torque-Plattenspieler sich so ein bisschen daran gewöhnen kann, wenn man voll von Riemenantrieb kommt. Das ist mal eine ziemlich große Umstellung. Darüber hinaus habt ihr noch hier die Möglichkeit, die Start- und Stoppzeit bei dem RP 8000 zu bestimmen. Das kann hier direkt erfolgen, wie wir das jetzt hier gerade gesehen haben. Oder ich kann auch sagen, dass wir einmal starten im High-Talk-Bereich und die Platte langsam auslaufen lassen wollen. Das ist natürlich für Effekte im Mix besonders eine nette Geschichte. Und auch hier stellen wir fest, der hat mehr Features. Der Punkt geht an den RP 8000. Jetzt kommen wir zur nächsten Sektion. Die hat der PLX überhaupt nicht, das ist die MIDI-Sektion, und das hat letztlich die Jury davon überzeugt, denke ich mal, beim DJ Mag, dem RP 8000, die Krone aufzusetzen für das kreativste Werkzeug 2014, das ist die MIDI-Sektion. Und zwar ist das in enger Zusammenarbeit mit Serato entstanden, eine MIDI-Sektion, mit der ihr Serato DJ antriggern könnt, wenn ihr das Ganze im DVS betreibt. Eine Cue, Loop, Sample und Slicer-Funktion ermöglicht euch direkt verschiedene Funktionalitäten innerhalb der DJ-Software anzutriggern und anzusteuern. Einen Encoder habt ihr auch noch, mit dem ihr browsen könnt und die Tracks entsprechend auf das Deck per Tastendruck laden könnt. Und ganz aktuell, das habe ich noch auf der Reloop-Homepage gesehen, es gibt ein neues Firmware-Update für das Ding. Das bedeutet,
ab Serato DJ Version 1.7, meine ich, habt ihr die Möglichkeit, die BPM hier in diesem hellen Display entsprechend anzeigen zu lassen. Das hat den Vorteil, dass man so ein bisschen Laptop-unabhängiger arbeiten kann, dass man nicht permanent auf dem Bildschirm starren muss, sondern wenn es um Speedmatching geht, dass man da einfach einen Blick hier oben ins Display wirft und dann entsprechend Beatmatching betreibt. So, Features, der Punkt geht an den RP8000. Kommen wir zur Qualität, zur Verarbeitung. Ist ein schöner Player. Sieht schön aus, der Pioneer PLX 1000, kann man nicht anders sagen. So Kleinigkeiten wurden gedacht. Fühlt sich hochwertig an. Schöne Oberfläche. Da lässt er nichts anbrennen. Auf der anderen Seite, es sind marginale Unterschiede. Also das ist auch so ein bisschen das persönliche Empfinden, haben wir festgestellt. Die Taster hier zum Beispiel sind ein bisschen weicher. Dennoch haben die einen festen Druckpunkt. Wie ihr seht, reagieren die auch sofort. Das Ganze hat ein bisschen so einen smootheren Touch. Ähnelt in der Hinsicht so ein bisschen wieder mehr dem Technics, der auch mit diesem Drucktaster entsprechend ausgestattet ist. Beim Pioneer wirkt der Runde eher so wie die CDJ-Start-Stopp-Taster. Die Taster sind so mehr aus Hartkunststoff, reagieren auch super smooth, gefällt auch. Und da konnten wir jetzt auf den ersten Blick wirklich keine Vor- und Nachteile feststellen. Deshalb sind wir mit den Dingern bei uns in den Service gegangen und haben die Teile mal aufschrauben lassen. Wir wollten es nämlich genau wissen. Und da haben wir dann festgestellt, Mensch, das ist ja alles keine Raketentechnik. Es sind halt Plattenspieler. Die Technik steht seit im Grunde 25, 30 Jahren mit dem Erscheinen vom ersten Technics. Und seitdem hat sich dann nur marginal was hinzuaddiert, hinzuverändert. Im Grunde ist das eine Technik, die halt da besteht und die auch super funktioniert. Und so haben wir festgestellt, dass sicherlich 70% der Bauteile im Grunde identisch sind, die da verarbeitet wurden. Einige Kleinigkeiten sind auf uns aufgefallen, aber die fielen auch nicht ins Gewicht. Also im Grunde qualitativ kann man da wirklich den Deckel drüber machen, das ist eins. Unentschieden. Kommen wir zum letzten Punkt, den können wir ganz schnell abarbeiten, das ist der Preis. Der liegt bei dem RP8000 bei 5,99 und bei dem PLX 1000 bei 6,99. Der Punkt geht ebenfalls an den Reloop Player. Was die Anschlussmöglichkeiten anbelangt, das letzte Kriterium, hat der RP8000 die Möglichkeit, mit einem Wahlschalter auf Phono und Line umzustellen. Das bedeutet, wir können mit dem Player auch an einen Line-Eingang einfach gehen, indem wir einfach das Signal auf Line umstellen. Eine Erdung ist auch nicht notwendig. Bei dem Vertreter aus dem Hause Pioneer sieht es so aus, dass es ein ganz klassischer Phono-Ausgang ist mit einer separaten Erdung. Ihr müsst das Ding erden. Es muss an einen Phono-Eingang angeschlossen werden. Im Vergleich ist natürlich die Variante, wo man switchen kann zwischen Line und Phono, die elegantere. Also im Funktionsumfang, der Punkt geht auch hier hin. Ja, ein Fazit. Trotz den ganzen Punkten, den wir uns hier aufgeführt haben, ist es nach wie vor ein Plattenspieler. Das müsst ihr euch einfach mal selber immer wieder vor Augen halten. Schaut sie euch einfach selber persönlich an. Funktionsumfang hat bei den beiden Flaggschiffen von den beiden Herstellern sicherlich der RP8000 die Nase vorn. Einfach auch durch die MIDI-Sektion und die vielen Features, die damit eingebaut sind. Dennoch rate ich euch, schaut sie einfach beide mal an. Wenn ihr ein bisschen auf den Geldbeutel achtet, kriegt ihr zum Beispiel auch den RP7000. Der ähnlich ausgestattet ist wie der PLX, plus eben noch mit der High-Torque-Regelung und den Start-Stopp-Drehmoment, was ihr bestimmen könnt, jedoch ohne Display für 4,29. Da kann man auch noch mal Geld sparen. Es ist ein super hochwertiges Gerät, keine Frage. Schaut euch beide einfach mal bei uns im Store an. Das war's von dieser Woche. Auf Wiedersehen.